Vielleicht hat der eine oder andere das Video gesehen, wo ich eine Möwe zufälligerweise gefilmt habe, die Erstmuscheln fraß mit Samtschale. Und dann ist ja der Magen so aufgebaut, dass er die Muscheln zerdrückt. Und die Möwe bringt die Schale über ihren Schnabel wieder hinaus zum Vorschein. Das ist zum Beispiel so ein Möwenhaufen. Mal sehen, ob ich noch mehr finde.